Recht herzlich willkommen zur 131. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, der Dralo hatte mir geschrieben, wir haben ein Problem, Houston. Und zwar haben wir vergessen, wohl an unseren Satelliten ein Probe Core zu machen. Das heißt, wir können die überhaupt nicht steuern, ne? Ich habe auch gedacht, dass das hier unten dran hängt, aber dem ist wohl nicht so. Gut, okay, dann hat sich das damit erledigt. Der Dralo hatte mir noch geschrieben, wenn ich was senden will, muss ich auf die Kapsel rechts klicken und dann Review Stored Data kann ich hier machen. Und ja, dann kann man hier senden, ne? Hier gibt's aber nichts für den, ne, oder? Also senden wir den erstmal. Das hat geklappt. Und da können wir auch nochmal senden. Das hat auch geklappt. So, und der ist jetzt hier Ever Reward World in Space High Over Minmus. Den Warning. Kein Saft mehr da wahrscheinlich. Genau so sieht's aus. Warte, wenn ich hier drauf stehen bleibe, sehe ich, wie viel. Aha, in den Tanks ist, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Sind aber Batterien, ne? So, okay. Light on. Oh, das geht ja smart aus, wa? Cool. Okay. Das bedeutet, alles, was wir hier jetzt machen, bringt uns in Anführungsstrichen nicht mehr weiter. Ist die Frage nur, haben wir Low over Minmus gemacht? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Das war unser Manöver, wenn wir wieder nach Hause wollen, ne? Oder? Das war 33.000 schon angepasst, alles klar. Das bedeutet, ich würde jetzt hier nochmal bis dahin erstmal fliegen. Warp hier. Und dann würde ich da gucken, dass wir dort nochmal gerade aussteigen und gucken, ob wir da alles gemacht haben. Ich bin mir nämlich da nicht mehr ganz sicher. Report. Ah, warte mal. Near Minmus. Ne, dann haben wir das wohl doch gemacht. Dann passt das wohl alles. Sonst wird das ja hier nicht stehen. Können wir aber eigentlich auch senden, ne? Oder? Ist gelaufen. Ist hier noch einer drin? Ach so, ja klar. Den haben wir eben nicht gesendet. Und der ist auf jeden Fall jetzt auch gesendet worden. So, Crew Report. Looking at the surface of Minmus. Warte mal. Ne, das will ich jetzt hier weg. Und jetzt wollte ich mal gerade, hier machen wir noch einen EFA gerade. Und dann machen wir gerade hier noch einen EFA Report. Den haben wir vielleicht doch nicht gemacht, kann das sein? Baby Board. Und dann können wir wieder einsenden. Und das ist der. So, den haben wir jetzt auch gesendet. So, jetzt müssten wir mal gucken, wo wir sind. Hier sind wir noch. Das war jetzt ein anderer Bereich, wo wir gesendet haben von den Midlands oder wie die auch immer hießen. Ich weiß jetzt nicht, ob die so rum sind, die Midlands. Dann ist das natürlich so, ne? Lass uns mal gerade gucken, dass wir uns erstmal hier ein bisschen Richtung blaue Markierung orientieren. So. Bisschen noch da und dann klappt nichts, weil wir nichts da anhaben. So, jetzt würde ich gerne reinzoomen, ne? So, ein bisschen höher. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier ist die Markierung, ne? Ne, jetzt ist er schon tiefer. Das war dann doch nicht die Markierung. Das ist die Markierung vom Navball, ne?
So wird es wohl sein. Jetzt haben wir einen Frosch im Hals. Jetzt ist nochmal die Frage. EPA-Report. Minmus Lowlands, okay, das ist ja cool, dass wir die auch noch eingesammelt haben. Da haben wir doch noch ein paar Punkte gekriegt, ne? Die driftet natürlich jetzt gerade wieder ab, wie wir sehen. Babyboard. Und würde ich jetzt sagen, warp mal bis hierhin. Ich glaube, jetzt gibt es keine Zone mehr da, ne? Frosch im Hals. Keep Experiment. Machen wir erstmal das. Ich glaube, das war jetzt gerade unser Fehler. Cannot store Experiment. EPA Report haben wir gemacht. Monoma. Transmit Data. Ah, das ist ja hier, kann er nicht. Okay, dann Babyboard. Ja, können wir nur so machen. Schicksal. Da ist die Kapsel. Und da ist der Report. Und senden wir. Sind wir gerade im Schatten, ne? Okay. Wenn ich jetzt nochmal aussteige, ne? Kann ich dann noch einen Report machen? Nee. Keep Experiment, einsteigen. Und, naja. SAS einschalten und auf Markierung losgehen. Denke ich mal. So sieht das doch ganz gut aus, oder? Na, pendel dich da mal ein. Et voilà. Ich glaube jetzt, da nochmal runter. So. Ausgerichtet sind wir. Die können wir notfalls auch noch anmachen. Aber ich habe fast die Vermutung, dass wir selbst mit dem Sprit das dann noch schaffen. Und Warp to Next Manöver. Jetzt kriegen wir wieder ein bisschen Sonne. Kommt da was rein? Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus. Wir sitzen gerade nicht in der richtigen Dingens. Wir müssen noch korrigieren hier. Ich glaube, das ist Prograde, ne? Nicht ganz. Aber alles gut, denke ich mal. Dann lass uns das mal gerade brennen. Und dann geht's nach Hause, ne? Und 50, 40, 30, 20. Jetzt können wir hier mal gucken. Da sehen wir natürlich aus der Position total schlecht, ne? Komme ich da hin?
Ist das jetzt der richtige hier? Ja? 34.000. Wird schon passen. Wir können ja noch mal gerade. Nee, das ist nicht die richtige. Dann lass uns die Markierung hier wegmachen. Ach so, sehen wir aber keine. Das bedeutet, wenn ich hier keine sehe, dann gibt es keine, oder? Ach so, die kommt erst, genau, wenn ich auf dieser Bahn bin, ne? Und auf der Bahn bin ich noch nicht. Die bin ich erst da. Aber da sehe ich eine, komisch. Aber ist auch nicht schlimm, wir haben ja noch Saft mit in den beiden Dingens, wie heißt es, Satellitentriebwerken. Wenn da was nicht passend ist, können wir das immer noch korrigieren. So, dann würde ich sagen, machen wir mal Warp hier. Und dann gleich Lost in Space, ne? Ist das jetzt hier das Richtige? Ich weiß es nicht. Wird das jetzt unsere Bahn? Ich will es hoffen. Sonst haben wir was falsch gemacht. Die lila Bahn ist ja die von Minmus, genau. Gut. Doch, das ist sie. So, aber dann haben wir hier einen Aufschlag oder was? Weil hier wird nichts angezeigt, aber wenn, dann würde die doch definitiv, sag schon, verstehe ich jetzt nicht. Warum fliegen wir so rum? Ich glaube ja, ne? Da ändert sich da was. Ah, da ist unser Apoapsis dann. Ne, Periapsis ist es, ne? 94.000. Dann korrigieren wir das mal gerade noch besser, ne? So. Wenn ich jetzt... So, jetzt haben wir es. Dann nochmal ausrichten gerade. Gucken, dass wir da hinkommen. Weil das wollen wir ja so haben, ne? Ja, das ist jetzt hier auch wieder so ein... Ne, der war der falsche, das ist der richtige. Dann müssen wir da einmal kurz ein bisschen... Minimal ist das nur 2,5. Ne, jetzt rechtsklicken und weg. Und 20.000. Anmachen und so machen. Passt. So, haben wir es, oder? Gut, dann würde ich aber auch sagen... Na, nehmen wir die Landung noch mit? Nehmen wir die Landung noch mit.
Warp. Vollgas. Ach, wir fliegen so rum. Alles klar, ich dachte, wir fliegen andersrum. Ach ja, der blaue, der starke ist ja auch der, den wir gerade hinter uns herziehen. Alles klar. Gut, okay. Oh, haben wir nochmal Glück gehabt, ne? So. Jetzt müssen wir dann nochmal gucken, wie es hier so aussieht. Wo sind wir? Können wir hier noch irgendwas machen? Okay. Wir sollten vielleicht jetzt unser Schiff mal gerade ändern. Weil jetzt explodiert nämlich gerade alles so ein bisschen. Das war so ein Satellit. Ich habe das Ding doch getrennt, oder? Noch nicht getrennt. Jetzt habe ich es auf jeden Fall getrennt. Das war aber riskant jetzt, ne? Ein bisschen Action noch machen, ne? Überhitzt. Überhitzt er? Ne, das reicht noch. Aber jetzt fliegen gerade die anderen Teile alle auseinander, ne? Sieht so aus, als ob das hier überhitzt. Aber ist noch okay, oder? Bum, bum, bum macht's überall. Ja, es ist knapp dran, aber es funktioniert, ne? Also, das kühlt schon ab, oder? Ja, das hat es, ich glaube, weniger geworden, weil der hier jetzt die Hitze nimmt, ne, oder? Und der Schirm sollte jetzt alleine rauskommen, hat der Dralo gesagt, ne? Ich will mal hoffen, dass er so ist. Wie schnell sind wir denn hier unterwegs? Mit 1900. Ziemlich flach am Reinkommen, ne? Naja. Wo ist denn der Rot? Ich hoffe, ich habe nicht einmal zu viel eine Taste gedrückt oder so, ne? Aber eigentlich muss alles gut sein, oder? Jetzt werden wir auch langsamer. Puh. Sieht ja wieder krass hier aus, so die der Horizont, ne? Meter noch. Und Highlands haben wir hier. Das heißt, ja, wir sind wohl über dem Wasser oder so, ne? Da kommt der Schirm raus, alles gut. Da bin ich ja zufrieden, ne? Hier können wir mal reinmachen. Ja, hier haben wir leider nichts geschafft. Müssen wir dann nochmal machen, ne? Satelliten umbauen. Und dann gucken, dass wir da die Steuerung dran haben, ne? Dann funktioniert das auch. Ja, da ist er. Okay, und machen wir ein bisschen schneller, oder? Ich glaube, wir kommen im Wasser auf. Weiß aber hier nicht, wo wir sind. Ist da unsere Basis? Kann das sein? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Die Sonne geht gerade auf. Da könnte die Basis sein, oder? Nee. Ich glaube, das ist ja anders. Hier ist nämlich eine hügelige Landschaft, die hatten wir sonst nicht, ne? Gut, sieht alles gut aus. Wunderbar. Da ist nichts drin. Drohne Meter noch. Aber ein bisschen schneller.
obwohl ich das nicht gerne mache. Das Wasser sieht so anders aus, ne? So, letzten 20 Meter laufen. Und Plansch. So. Können wir jetzt hier aussteigen eigentlich? Ich glaube ja, ne? EPA-Report. Gibt dir aber nichts. Take a face sample. Das können wir noch machen. Da gibt es sogar noch ein paar Punkte für. Keep. Okay, und einsteigen. Und recover vessel. Haben wir das auch geschafft. So, was haben wir für ein Erfolgserlebnis mit den Punkten? Nix, 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 nix. Nein, 20 hier. Das war der Minmus. Aber wir haben 273 Punkte. Das ist schon mal was, ne? Ein bisschen Geld kriegen wir auch wieder. Und er hat einen Stern. Ne, der hat der Podcast schon immer einen Stern gehabt, ne? 4 Erfahrungspunkte gekriegt. Okay, haben wir geschafft. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge reichen. Wir machen nächstes Mal noch eine Mission, aber dann mit den richtigen Satelliten, denke ich mal. Und ja, dann kaufen wir vorher noch was ein, ne? Wir können mal gerade hier nochmal reingucken. Und 160, da kriegen wir auf jeden Fall was. 160 und... Okay, das könnte man noch dazu kaufen, aber ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Aerodynamics. Auf jeden Fall kriegen wir 160, haben dann noch 19, nee, 110 haben wir dann über. Ja, müssen wir mal schauen, was wir dann machen. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.